Hi guys, Mike here and welcome to today's video. Ja, im heutigen Video geht es um den New Globetrotter Kanal hier. Und zwar habe ich lange nichts hochgeladen auf diesem Kanal. Wir haben einen neuen Kanal aufgesetzt, nennt sich Great Little Homestead. Da geht es um Farming und Garten, Selbstversorgerkanal, so das ganze Programm. Aber wie gesagt, in Kanada das Ganze. Und auf Englisch. Das hier ist der Reisekanal Globetrotter Mike und den hatte ich schon immer seit dem ersten Tag, seit ich YouTube hatte. Aber ich hatte da wie gesagt am Anfang ein paar Videos hochgeladen. Und was jetzt auf der deutschen Playlist ist, hier alte Videos, das ist so ja aus der Resteverwertung, um es mal so auszudrücken, übrig geblieben an brauchbarem Material. Und ich hatte wie gesagt damals noch keine Ahnung von Videoschneiden oder sonst irgendwelchen Geschichten, Reisevideos gar nicht. Ich hatte einfach die Kamera dabei, ich habe drauf gehalten und dann war es gut. Ich hatte keine Ahnung von Weißabgleich, Framerates und was nicht alles für coole Rüst gibt. Ja. Es zieht ein Gewitter langsam rein hier. Und ja, mal gucken. Die haben Golfball große Hagelkörner an die Sachen. Muss man überraschen lassen, was da probiert. Aber wie gesagt, das ist nicht das Thema dieses Videos. Wie gesagt, in den alten Videos könnt ihr sehen, wenn ihr sie geguckt habt, dass wir einen Wohnwagen hatten, einen 28 Fuß lang. Das sind, glaube ich, 11 oder 12 Meter, irgendwie sowas. Und dann dementsprechend auch einen Diesel-Pickup-Truck, wo man das Ding mitgezogen hat. Und der hat im Schnitt so 6,5, 7 Tonnen gewogen. Das war jetzt quasi eine Eigentumswohnung auf Rädern gewesen. Und den Trailer habe ich wirklich geliebt. Aber wie gesagt, als wir hier rausgezogen sind auf unser Stück Land, brauchten wir den Wagen auf einmal nicht mehr. Wir haben ihn gekauft, als wir in der Stadt waren, um dann jedes zweite Wochenende rauszufahren, um was von Kanada zu sehen. Aber wie gesagt, vor 10 Jahren haben wir das Grundstück gekauft und seitdem, kurze Zeit später haben wir den Navi verklappt und dann brauchten wir ihn nicht mehr, weil wir ja draußen waren auf dem Land. Und naja, wir wollten ja immer noch aufs Segelboot, aber das ist ein anderes Thema, da werde ich irgendwann vielleicht mal drüber sprechen. Und wie gesagt, immer wieder will man mal irgendwo hinfahren übers Wochenende, aber dann kann man nicht so lange wegbleiben, weil man, wie gesagt, die Tiere hat. Und wer es sehen will, Great Little Homestead, ist der andere YouTube-Kanal, kann man nicht so lange wegfahren. Oder man muss ein Hotelzimmer buchen, die kosten mittlerweile auch einen Arm und ein Bein. Oder man muss zur Organspende antreten. Und dann muss überlegt, hier der kleine Teardrop-Trailer, der soll's tun für uns in Kombination mit dem Jeep. Den Jeep hatten wir natürlich vorher schon. Und ich führe euch mal kurz rum, weil es fängt nämlich an zu pissen. Und ich habe keinen Bock irgendwie Nassen zu filmen. Und vielleicht wird es nachher auch wieder schön. Schauen wir mal. Alles klar, ich führe euch mal rum, dann sehen wir uns gleich hier wieder weiter. Hä? Ja, ich führe euch mal rum. So, hier vorne geht's los. Als erstes mal hier die Kurbel und das Beinchen, wenn wir den Anhänger abhängen. Dürfte eigentlich selbsterklärend sein. Dann als nächstes hier die Gasflasche, damit wir unseren Kocher betreiben können und die Heizung. Dann natürlich die mit der Batterie und den Schlauch gab es vom Verkäufer kostenlos dazu, damit wir unseren Wassertank auffüllen können. So, jetzt gehen wir mal kurz ins rein hier und dann haben wir hier die beiden LED-Lampen, daneben sind die Lautsprecher und ein kleines Charging Port für USB. Auf der anderen Seite die Tür, dann hier die Klimaanlage oder Air Conditioner, Sicherungskasten, die beiden runden Löcher, da ist es die Heizung für Warmluft, die Warmluftheizung, Radio und dann oben die Hängeschränke. Und hier haben wir den Fantastic Fan. Den kann man natürlich dementsprechend oben aufmachen, wie ich das gerade zeige hier. Und der sorgt dann extrem oder mit extremer Kraft und extremem Zug raus. Und das Weiße war noch so ein Carbon Monoxide Detektor. Jetzt haben wir hier, also die Kanadier nennen das das Basement. Das ist ungefähr so 10 cm starke Holzlattenbalken, wo man da noch ein bisschen was hinpacken kann, Angelruten oder was auch immer man möchte. Die Türen sind befestigt mit den kleinen Magneten, dass sie nicht umschlagen, wenn es ein bisschen windig wird, aber naja gut. So, hier hinten ist jetzt die Küche oder die Galley, wie die Kanadier das nennen.
Und dann als erstes hier haben wir natürlich auch wieder die Lautsprecher, die beiden Lampen unten drunter. Und dann kommen wir hier hinten zu dem K2, zu der K2 Kühlbox hier. Das ist nichts Elektronisches, einfach nur eine Eisbox. Dann haben wir hier einen Anschluss für Wasser. Die haben also den Wasserhahn weggelassen und haben uns dafür den Schlauch gegeben, den blauen, den man hier sieht. Und den kann man dann, das ist der Spray Nozzle hier, quasi der Hahn. Und den steckt man dann da rein, kuppelt das zusammen und dann war's. So, hier haben wir zwei Flammen Gas Propankocher. Und das hat mich dann drei Versuche gekostet, das anzuschmeißen, weil die Gasflasche zugedreht war und das bisschen Gas, was jetzt hier verbrannt wird, das ist noch das Gas, was in der Leitung war. Von daher geht das auch gleich aus. Ansonsten, der Trailer ist fertig zum Abfahren. Hier haben wir noch Strom, 110 und 12 Volt. Ansonsten, das Ding ist gut. Für uns zwei reicht das dicke. Hier an der Seite haben wir jetzt noch die Campingplatz-Stromversorgung, den Wassertank und das war's. Freunde, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, ihr wisst, wie es geht. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.